So. Ich wollte dafür sorgen, dass wir mehr was haben? Eisen haben wir... Also... Oh, warte mal. Eisen und Draht haben wir ungefähr um die 500 rum. Verbrauchen tun wir um die 500 rum beim Kupfer. Beim Eisen sogar noch mehr. Okay, also wir brauchen mehr von allem. Problem ist halt nur echt die Pollution. Was fehlte jetzt eigentlich für die Power Armor? Die blauen Chips haben wir nicht. Wir brauchen nur Blei? Ernsthaft? Okay. Plumbumbarum, wo warst du? Wir hatten davon ein paar Felder, das weiß ich. Also ich weiß, ich habe mir gemerkt, Tin ist hier unten. Sogar innerhalb der Mauer ein kleines Stückchen. Ich glaube, Blei war auch irgendwo da unten. Naja, gucken wir mal. Du warst die Kristallformation. Du da unten bist Blei. Okay, also unter dem Kristall ist ein wenig Blei. Loch rein. Mach ich später zu. So. Wir brauchten 150. Deswegen wollte ich das eigentlich erst später machen, wenn ich die Adalpicke habe, oder? Da war was, ha? Ja gut, es geht schneller als man denkt. Worüber könnte ich mir noch Gedanken machen in der Zwischenzeit? Ich habe eigentlich einen guten Plan. Wir warten auf Ardite, wir schnappen uns das Tin, wir machen dafür mehr Schmelzöfen, wir sorgen dafür, dass wir mehr Eisen und Kupfer bekommen durch die Schmelzöfen, wir schnappen uns die Kristalle, wir bauen die Lasertürme und haben dadurch eine gute Verteidigung. Wobei die Verteidigung an sich nicht wirklich ein Problem ist, weil wir werden auch gar nicht angegriffen. Ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Aber wenn wir es weiterhin schaffen, die Basen um uns rum zu zerstören, kommt das Smog niemals bei einer Basis an und wir triggern nicht durchgehend Angriffe. Problem ist nur, ich kann nicht wirklich offensiver rangehen, als wir jetzt schon rangehen. Nicht mit der jetzigen Rüstung. Aber auch die Power-Rüstung, die wir gleich bauen können, wenn wir mit dem ganzen Blei hier fertig sind, an sich bringt sie nur ein bisschen mehr Schutz. Das Wichtige daran ist aber eigentlich eher der Platz. Den Platz können wir nur nicht ausfüllen. Das heißt, wir müssten erst noch das Fusionsding da bauen. Und dafür fehlen noch ein paar Chips. Ja. Also wir bräuchten noch 12 Chips für das Fusionsreaktor-Ding. Dann bräuchten wir nochmal 40 für die Rüstung selber. Dann hätten wir einen Fusionsreaktor. Und was betreiben wir damit? Ich könnte schneller laufen. Ich glaube, wir bräuchten so 2 oder 3, um schneller zu sein als ein Big Biter. Ja, und dann bräuchte ich eigentlich noch MK2 Schilde. Und die auffüllen, damit wir einen Puffer haben, wenn wir gebissen werden, dass zuerst die Schilde schön runtergehen. MK2 Schilde haben wir noch nicht erforscht, das ist das Problem. Was ich aber schon mal in der Zwischenzeit bauen sollte, sind 5 MK1 Schilde. Hier ist sonst alles leer, weil wir keinen Stahl haben. Okay, also gleich Stahl schnappen. Gucken, ob grüne Chips wieder da sind. Das Bleierz in die manuelle Schmelze schmeißen, wo wir vorhin das Tin eingeschmolzen haben. Und nicht ernsthaft. Wow, eine verdammte Eisenpicke. Oh Gott. Also ja, definitiv Stahl klauen, neue Stahlpicken bauen, am besten auch gleich 2, 3 davon. Dann die Chips überprüfen, weil ich hätte gerne ein paar mehr Chips im eigenen Inventar. Und dann heißt es eigentlich nur warten. Wirklich viel machen kann ich nicht. Was ich gerne machen würde, wäre hier das Eisen abbauen. Weil das ist schön weit weg von den Basen da. Problem an der Theorie ist nur, ich habe keine Ahnung. Ja, dann würden wir wahrscheinlich da Smog generieren und die Basis anlocken. Was auch nicht viel besser ist. Yeah. Okay, dich machen wir zu. Nicht mit einer Steam Engine, sondern mit einer Mauer. Laufen nach oben. Das Laufmaschinen-Ding müssten wir auch noch erst erforschen. Also Basen angreifen ist echt momentan nicht so wirklich drin. 98. Hier fehlen grüne Chips. Ja, die fehlen allen irgendwie. Schwefelsäure ist voll. Petroleumgas ist voll, Leichtöl ist voll. Das heißt, die da oben arbeiten fast gar nicht mehr. Dafür müssten
die hier sich auch gut füllen, ja. 1800, 2400, 2400. Okay, also Treibstoff haben wir schon mal keine Probleme. Du bist auch voll. Also du verbrauchst schon mal keine Ressourcen mehr. Und du müsstest eigentlich auch recht schnell voll werden. Okay. Genau, Blei einschmelzen, Sachen bauen. Wo haben wir die Schilde da? 5 Stück. Einen können wir jetzt hier noch reinstopfen. Das muss erstmal reichen. Dann Stahl. Oh, das sieht echt nicht gut aus. Okay, das sieht schon besser aus. Aber trotzdem, dass wir nicht so hinterherkommen, ist ein wenig komisch. Was sagt unser Vorrat an Eisen? Er ist 0. Ah, das sieht schon besser aus. Naja. So, und hier kommt dann... Da. 150 Blei, bitteschön. Das ist okay. Chip-Produktion. Kann ich noch so eine schnelle Fabrik bauen? Ja, bauen wir davon... Bauen wir davon 2 Stück, dann machen wir die unteren beiden Fabriken hier schnell und pausieren dann die oberen beiden Fabriken hier. Ich glaube, ich pausiere die jetzt schon. Ja, mach lieber so. Ich pausiere die jetzt schon, weil die haben eh nicht durchgehend gearbeitet. Dann werden die Ressourcen nur unnötig hin und her verteilt. Ja, okay, also die beiden müssten jetzt vermehrt arbeiten, weil sie mehr Ressourcen bekommen, weil es die einzigen beiden grünen Chipfabriken sind. Die werden langfristig nicht reichen, aber dafür haben wir bald hier gleich gelbe Fabriken. Und die sollten dann schnell genug und auch smogfreier arbeiten. Was ist mit dir? Macht ihr auch Pollution, wenn ihr nichts macht? Ich teste mal was. Also wir haben jetzt wieder dieses Zickzack-Muster hier unten mit der Pollution. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt alle Fabriken rausnehmen, die gerade nicht arbeiten. Es sind inzwischen ein paar mehr. Und ich hoffe, dass dadurch sich die Pollution-Übersicht ein wenig verändert. Wenn ja, habe ich was dazugelernt. Wenn nein, dann sind die Fabriken sehr schnell wieder aufgebaut. Das war's schon, ha? Huh? Ja, 2, 4, 6, 8 Fabriken habe ich gerade weggemacht. 8 Fabriken, die jeweils 1,44 Pollution produzieren. Problem ist jetzt, dass das Ding hier... Was? Das war gerade nicht gut. Ich hätte gedacht, dass die beiden weggehen, nicht dass die beiden dazukommen. Hat der Wind wieder gedreht, oder wie? Oh, fu. Macht ihr Pollution? Nehmt euch trotzdem mal weg. Das werde ich auch gleich testen. Ich platziere einfach mal 15 von den Fast Insertern irgendwo, ohne dass sie arbeiten, und gucke, ob der Stromverbrauch hochgeht. Weil ich weiß, bei den Lasertürmen gibt es einen passiven Stromverbrauch. Vielleicht gibt es auch bei allen anderen Sachen. Jetzt aber erstmal dich dahin. Du machst jetzt nur noch 0,36 statt 1,44. Das ist genial. Ist das. Ja. Die da wollte ich eigentlich auch noch bauen, oder? Habe ich aber nicht. Du da, du hier. Komm schon, Karte. Ist immer noch zicke-zacke, zicke-zacke. Und zur Hälfte ist das hier auch schon gefüllt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Radarschüssel. Komm mal kurz weg hier. Wir machen ja kein Pollution, oder? Ne, machen sie nicht. Ich nehme sie trotzdem mal weg hier und tue sie irgendwie zentraler hin. In der Hoffnung, dass dann... Dass sie irgendwie einen geheimen Smogwert haben oder so. Das klingt ein bisschen paranoid, aber... ja... Wo ist die Mitte unserer Basis? Hier bei den Kisten, ne? Hatte ich mal gesagt. Ja, so hier. So. Gucken wir mal, ob das hilft. Die sind alle am Arbeiten. Das Blei. Ja.
noch ein bisschen mehr. Also ja, das Fabriken wegreißen hat nicht wirklich was gebracht anscheinend. Und die zwei hier auf gelb zu trimmen und die Dinger nachzuverstellen hat alles nicht wirklich viel gebracht. Ich könnte jetzt... Ja, habe ich noch? Bau mal bitte... Davon welche. Ich baue jetzt einfach hier ein paar von den Fabriken auf. Das heißt, ich nehme jetzt aber die roten Tränke und die grünen Tränke, schmeiß die hier raus und baue die hier neu auf. Dürfte das Mock ja nicht so nah dran sein an der Basis. Ja. Spricht nichts wirklich gegen. Meine Zeit kann ich momentan eh nicht wirklich besser nutzen, wenn ich das richtig sehe. Weil ich warten muss, bis Arbeit fertig ist. Was allerdings nicht mehr lange dauert. Weg. Weg. So. Licht, 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 Licht. Wir haben immer noch keine Fabrik, die Licht produziert, oder? Also Lampen. Genau, jetzt nehmen wir hier aber die Fabriken, die wir abgerissen haben. Bum, bum. Bum, bum. Kisten hatten wir auch. Oh, keine Roboabdeckung. Das müssen wir ändern. Bau ein Roboport. So, rot war unten, blau war oben. Rot unten, rot unten, rot unten, rot unten. Blau oben, blau oben, blau oben, blau oben. Schnelle Ärmchen rein, langsame Ärmchen reichen zum Rauskommen. Weil so schnell werden die Tränke nicht hergestellt. So, du machst bitte rote Tränke. So, Shift rechts, Shift links. Rote Tränke brauchen Steinzahnräder und Kupfer. Also hättest du ganz gerne Kupfer. Und Steinzahnräder. So, Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Die da beschränken wir alle auf ein Stack. So, dann haben wir ein Stack Tränke hier drin. Und die 10 oder was, die wir pro Forschungseinrichtung hergestellt haben. Und das hier war falsch, die einzustellen, weil die sind eigentlich nicht für rote Tränke, sondern für grüne. Genau, die brauchen ein bisschen was anderes. Die brauchen Transport Bales und Basic Inserter. Das heißt, weg, weg. Wir hätten gerne Transport Bales und wir hätten gerne bim, 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 bim. Basic Inserter. Zwar nicht 50 jeweils, sondern nur 20. Weil die schon ein bisschen schwieriger herzustellen sind als die anderen. So, Shift rechts, Shift links. Alles ist trotzdem noch beschränkt. So, das sollte okay sein. Ich muss jetzt also nur darauf warten, dass der Roboport fertig ist. Dann setze ich den Roboport in das neue Muster für Roboports. Also da unten ran. Dann haben wir hier Abdeckung. Alles ist super. Okay, ich hätte gerne Eisenzahnräder. Ein Stack. Dann kann ich das hier nämlich abbrechen. Dann nehme ich die da noch mit. Bau bitte ein Roboport. Okay. Ardite Processing ist gleich fertig. Das heißt, ich sollte meinen Ardite schnappen, das ich irgendwann mal eingelagert habe. Und das hier reintun. Ardite. Ist nicht so wirklich viel. Ich hoffe, die Picke kostet nicht übermäßig viel. Geht noch nicht rein, ne? Ja. Okay. Dann tick bitte. Wow, hellblaue Tränke gehen gerade mal gar nicht. Kann das sein? Wo ist das Problem? Grüne Ärmchen. Hier. Nicht die. Die. Die Energiespardinger waren für hier oben gedacht. Die kommen da gleich rein. Warum keine grünen Ärmchen? Weil keine blauen Ärmchen. Warum keine blauen Ärmchen? Weil keine kleinen Ärmchen. Warum keine kleinen Ärmchen? Weil keine grünen Chips. Okay. Das heißt, es hat die ganze Zeit getickt, nur mit ein, zwei Fabriken, die gearbeitet haben. Kein Wunder, dass es so lange gedauert hat. Die hier sind immer noch nicht durch, genau, arbeiten. Och, Jungens. Ja, staut sich kein Kupfer. Ist echt krass. Na gut, was ich jetzt testen wollte, ist das mit den Stromsparmodulen. Und ah, das ist fertig. Okay, bitte erforsch. Nichts, was hellblaue Tränke braucht, weil das haben wir momentan nicht.
Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Big Size Chest. Bessere Pumps. Braucht nur 150 Rote. Ist jetzt aber auch nicht so super wichtig bisher. Gates. Hä? Keine hellblauen? Das ist interessant. Laser Turret Shooting Speed. Das klingt doch gut. Auch wenn wir noch keinen einzigen davon haben. Was braucht man noch? Silver Processing? Gold Processing braucht auch alles keine blauen. Das ist sehr schön. Bessere Batterien brauchen wir nicht. Ja, wobei 50 sollten wir eigentlich schaffen. Ne, komm, irgendwas Schnelles. Hier, bessere Tanks. Mach. So. Was wollte ich gerade? Ah genau, ich wollte hier gucken. Das hat jetzt einen Pollution-Wert von 0,36. Hat jetzt einen Pollution-Wert von 0,57. Aber dafür auch weniger Stromverbrauch. 168 statt 210. Ja, ich glaube, Pollution ist mir gerade wichtiger. So, warte mal. 30, 60, 80. Ja, okay. Wir sind jetzt bei 80%. Haben trotzdem einen niedrigeren Pollution-Wert als bei dem, der auch 80% hat. Weil wir den Stromverbrauch auch noch gesenkt haben. Das heißt, wir machen das jetzt überall so. Zwei von den 30ern, ein von den 20ern und ein Efficiency-Modul. So, bei dem haut das leider nicht hin, weil wir haben halt nur einen davon. Also bei 30, 50, 70... Ja, du bist halt nicht super toll, aber immer noch besser als das, was wir vorher hatten. Das ist gut so. Okay, dann Ardite-Picke. Ardite-Plate, ja, stimmt. Du... Es funktioniert. Okay, und es geht genauso schnell wie alle anderen Metalle auch. Ich hatte nämlich die Befürchtung, dass das jetzt, weil es ja so ein schwer zu verarbeitendes Metall sein sollte, laut Forschung jedenfalls, dass es dann auch nicht so einfach hier einzuschmelzen ist. Aber es geht genauso schnell wie alles andere. Also gib mir eine tolle Ardite-Picke. Gib mir noch eine tolle Ardite-Picke. So, jetzt hätte ich gerne Tin. Und zwar ziemlich, ziemlich viel. Und ich hätte gerne die Ardite-Picken da drin. Ich hätte gerne dich einfach hier auf den Boden geschmissen. So, damit ich mich in 20 Folgen drum wundern kann, warum deine Brücke auf dem Boden liegt. Tin war irgendwo hier innerhalb der Mauer. Da. Und das Ding hat jetzt eine Abbaugeschwindigkeit von 15. Das sollte richtig, richtig flott gehen. Ich brauche allerdings ebenfalls 15 für jeweils einen Schmelzofen. Okay. Boah, yeah. Das geht gut ab. Geht aber auch kaputt. Wie viel Prozent haben wir jetzt schon von dem Ding? Naja, es geht. Das Ding ist echt gut. Okay, das heißt, wir hauen jetzt hier erstmal... Warte, was nehmen wir jetzt? Viel zu teuer.